Hallo ihr Lieben! Ja, heute habe ich mal eine kleine Review für euch und zwar zu meiner Dokumententasche. Die habe ich eben von babyartikel.de und durfte sie testen. Und ja, jetzt habe ich die schon einige Wochen im Gebrauch. Ich bin ja jetzt 18. Schwangerschaftswoche und kann euch daher schon ein bisschen darüber berichten, so meine Erfahrungen und meine Meinung dazu. Und ich werde sie euch natürlich noch ein bisschen genauer zeigen und würde sagen, legen wir mal los! Die Tasche ist von der Marke Lessig und ich habe jetzt hier die Gold Label Metallic Frosty Variante. Das ist, würde ich sagen, so ein Mintgrün Ton und das hat dann eben so, wie man es vielleicht sehen kann, so schillernde Fäden drin, deswegen auch dieser Frosty Effekt. Und ich finde, das ist richtig, richtig stylisch. Also mir gefällt es persönlich sehr gut. Und dann haben wir hier auch so ein Label drauf von der Marke, das in Leder gehalten ist. Also das mag ich total gern. Der Grund, dass ich mich für diese Dokumententasche entschieden habe, ist eigentlich der Reißverschluss. Weil es gibt auch andere Dokumententaschen mit so einem Bändchen oder die wirklich einfach nur zusammengeklappt werden. Und ich dachte mir, nee, weil ich bin einfach so eine kleine Chaos-Tante, wenn ich halt was habe, was ich schnell mal reinschmeiß, dann kann ich da einfach zumachen und Reißverschluss zu und dann fliegt es mir auch nicht raus. Und deswegen war das mir ganz wichtig. Und da fand ich das jetzt eben echt klasse. Also da kann man komplett einmal zumachen. Das ist ein richtig anständiger, ordentlicher Reißverschluss, der nicht hackt und nicht hängt oder ähnliches. Also da finde ich echt mega genial. Es ist auch schon eine große Tasche, weil es gibt ja auch kleinere Taschen für solche Dokumente. Aber ich muss schon sagen, ich finde die sehr gut und bin nach wie vor total glücklich damit, weil man da auch DIN A4 Seiten, wenn man sie einfach einmal zusammenklappt, wunderbar reinbekommt. Und wenn das Ganze kleiner wäre, wäre das natürlich schwierig. Genau, dann finde ich noch ganz cool, dass man hier hinten dran noch so eine Art Täschchen dran hat. Da könnte man auch mal schnell Geld dran schmeißen oder so, weil ich habe die ja eigentlich fast immer in meiner Handtasche jetzt drin. Also da habe ich die schon einige Male für meinen Einkaufswagen Euro oder irgendwas verwendet. Also wie gesagt, für Kleinkram hat man da hinten dran noch so eine Tasche mit extra Reißverschluss. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Innere der Tasche. Und zwar sieht die bei mir jetzt so aus. Ich habe in jedem Fall drin meine ganzen Bilder. Die habe ich natürlich in diesem Glas, hinter dieser Folie. Das ist eine Folie und da habe ich all meine Bilder vom Ultraschall einfach dahinter, weil ich das einfach schön finde, wenn ich die Tasche aufklappe und immer dann mein aktuellstes Bild sehe von meinem Babylein. Und dann hat man hier, also wie gesagt, das eine Fach für die Bilder, dann 1, 2, 3 Fächer hat man hier noch drin, wo man einfach Sachen reinschieben kann. Also ich habe hier zum Beispiel meine ganzen Überweisungsscheine oder halt auch Rezepte, die tue ich immer hier sammeln. Dann habe ich hier das Gelbe, hier ist mein Impfpass, den habe ich eben auch immer hier drin. Ja, dann sieht man hier natürlich unschwer zu erkennen. Das ist natürlich mein Mutterpass, der passt hier perfekt eben auch rein von der Größe her. Den habe ich nochmal in so einer Schutzhülle drin, aber wie man sieht, der war einige Wochen allein in der Handtasche gelegen. Von daher sieht der schon nicht mehr so schön aus und jetzt bin ich echt froh, dass ich die Tasche habe, weil der hat schon einige Knicke leider abbekommen, das arme Büchlein. Und das hat mir dann schon wehgetan, weil man hat das Ding ja irgendwie, weiß ich nicht, lang wahrscheinlich. Lang schleppt man dieses Büchlein für sein Baby rum. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, weil jetzt ist es einfach ordentlich geschützt und da kann jetzt nicht mehr so viel passieren. Dann habe ich hier einen Stift drin. Das finde ich auch ganz klasse, weil einfach hier ein Stifthalter integriert ist. Da habe ich einfach einen Kugelschreiber reingehängt. Sehr praktisch. Und dann hat man hier noch lauter so kleine Fächer. Also hier überall kleine Fächer, wo man nochmal Visitenkarten reinpacken kann oder ähnliches. Also ich hatte zum Beispiel letztens die von meinem Krankenhaus, wo ich noch so eine Sonderuntersuchung machen soll. Die hatte ich letztens da drin, aber ich habe die jetzt gerade irgendwie verlegt, glaube ich. Muss ich mal gucken. Die hatte ich eben zum Beispiel hier drin. Da finde ich das mich echt praktisch. Und wie euch schon angekündigt, man kann eben auch wirklich DIN A4 Seiten, wenn man sie einfach halbiert, also einmal faltet, kann man sie wunderbar hier verstecken. Und da habe ich jetzt einfach die Untersuchungsergebnisse zum Teil noch drin oder ähnliches. Einfach, dass alles gesammelt in dieser Tasche ist. Ich räume die gelegentlich mal wieder aus, mache ich schon, weil ich sie, wie schon gesagt, immer dabei habe, also immer in der Handtasche rumschlepp. Und das Ding hat schon ein bisschen Gewicht, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht so ein total leichtes Teil. Es ist okay. Es ist jetzt nicht, ich könnte es mal wiegen für euch, wenn ich dran denke. Ich finde es auf alle Fälle vom Gewicht her auch ganz, ganz okay, vor allem für die Größe, für den Reißverschluss und die Fächer. Aber ich schaue eben drauf, dass ich mir sie nicht zu voll packe, damit ich eben nicht so viel rumschleppen muss ständig und tue wirklich nur die wichtigsten Sachen in die Tasche. Also wie gesagt, so viel zu,
dem ganzen Inhalt. Also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden damit. Kann ich jetzt wirklich sagen, ich habe sie, wie gesagt, jetzt einige Wochen in der Handtasche und ja, hat keine großen Verschleißerscheinungen, sieht immer noch mega gut aus und ich liebe einfach das Design. Also mir gefällt es einfach richtig gut. Das ist definitiv farblich auch voll mein Farbschema. Und ja, ich kann jetzt momentan keine großen Nachteile erkennen, also bin eigentlich echt durchwegs zufrieden. Deswegen, ja, auch der Reißverschluss, das sieht alles richtig schön gut gemacht aus. Also ich kann da jetzt echt nicht meckern. Das Einzige wäre vielleicht der Preis, weil das Ding kostet 25 Euro. Es ist jetzt nicht unbedingt billig. Also es gibt definitiv so Dokumententaschen auch für 15 oder 10 Euro. Aber wie gesagt, wenn man Wert drauf legt, dass es wirklich stabil ist und langlebig und eben mit Reißverschluss, dann kostet es halt ein bisschen mehr. Und mir war es das jetzt in jedem Fall wert, oder mir wäre es jetzt auch wert gewesen zu zahlen, weil ich es einfach ja, sehr lange wahrscheinlich jetzt bei mir haben werde. Und das soll es auch halten. Und man mag ja nicht 15 Mal so ein Ding kaufen. Deswegen, ich bin glücklich und sehr zufrieden damit. Und ja, das war sozusagen zu meiner Meinung zu der, ja, Lessig-Dokumenten-Mama-Dokumententasche, wie auch immer. Und ja, und das war es auch schon wieder mit meiner Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und würde mich jetzt mega über ein Däumchen oder einen Kommentar von euch freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!